jetzt geht's gleich los. Wir landen jetzt. So. Say hi. Hallo. Hi. Hallo. I'm Pien Maria Eduarda and I'm her roommate and her host oldest sister and I'm 17 years old. So, hello. Ich bin hier jetzt schon seit 2 Tagen, also es ist mein 2. Tag hier. Ich bin sehr, sehr gut hier angekommen. Ich wurde mega lieb empfangen. Also ich hatte ein bisschen noch Probleme beim Zoll, weil ich dann plötzlich da irgendwie alleine saß. Oder Immigration war es, glaube ich. Aber dann kam eine andere deutsche Austauschschülerin rein und es war dann mega gut. Dann habe ich mich mit der unterhalten und so ein bisschen die Zeit rumgeschlagen. Und wir haben dann auch zusammen den Ausgang gefunden beim Flughafen. Und unsere Gastfamilien haben auch tatsächlich zusammen auf uns gewartet. Das war mega cool. Ich wurde mit Plakaten empfangen und lauter American-Zeugs, es war mega, mega schön. Und dann sind wir noch essen gegangen. Dann haben sie mir halt ganz kurz noch das Haus grob gezeigt, also halt, wo mein Zimmer ist. Aber ich war halt sehr, sehr müde und es war auch relativ spät. Und dann habe ich direkt geschlafen. Ich teile mir ein Zimmer mit meiner brasilianischen Gastschwester. Am ersten Tag sind wir dann den Vater von meiner Gastmom besuchen gegangen und die Familie, weil die Schwester von meiner Gastmom hatte Geburtstag. Und es war mega cool, da war quasi die ganze Familie so ein bisschen versammelt und wir konnten dort auch im Pool gehen und es gab typisches amerikanisches Barbecue, also Burger und Kuchen, es war mega, mega lecker. Als wir dann heimgekommen sind, wurden wir relativ direkt gefragt, ob ich und meine Gastschwester ein bisschen die Neighborhood, also so ein bisschen die Umgebung erkunden wollen und zwar mit dem Golfauto, was sie hier haben, also meine Gastfamilie besitzt ein Golfauto und wir dürfen tatsächlich auch damit fahren, das heißt mein Gastvater hat uns dann gezeigt, wie man mit dem Golfauto fährt und das war super, super cool. Am Anfang hatte ich ein bisschen Startschwierigkeiten, aber man kommt echt schnell rein und dann waren wir abends noch im Pool bei uns und haben Mac and Cheese gemacht, ganz classic mit Chicken, war auch sehr, sehr lecker und dann habe ich noch geduscht und haben wir geschlafen. Und heute Morgen wurden wir geweckt und dann hieß es, dass wir frühstücken gehen und zwar ins Waffle House. Das ist sehr typisch hier und es war wirklich wie in einem Film. Also man ist hier gekommen und es gab Ei mit Bacon und Toast und Waffles und es war so gut. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und dann haben wir noch mein Handy eingerichtet, also dass ich halt Internet habe. Und als wir heimgekommen sind, kam ein deutscher Austauschschüler zu Besuch, weil die Familien kennen sich halt. Und es war voll cool, wir haben Monopoly gespielt und dann haben wir uns noch ausgetauscht, wie so seine Gefühle sind. Und ja, wir hatten so eine richtig deepe Konversation, aber es war richtig, richtig cool. Und dann sind wir heute Abend nochmal mit dem Golfauto gefahren und nachher werden wir noch essen und dann werden wir so ein bisschen die Regeln besprechen. Auf jeden Fall wollte ich nur grob sagen, dass ich sehr, sehr gut angekommen bin, dass ich mich mega wohlfühle hier und mein Zimmer und meine Gasteltern und Schwestern. Es ist alles so perfekt. Das war es aber auch eigentlich schon mit meinem Anreisevideo. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet so ein bisschen mit mir mitfühlen. Ich konnte euch so ein bisschen meine Gefühle überbringen. Ja, wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Video.